Willkommen zu TCG Aktuell, dem Yu-Gi-Oh! News-Format, welches ich euch jede Woche Sonntag um 18.30 Uhr um die Ohren baller. Im Anschluss an die News zu unserem Lieblings-TCG springen wir natürlich auf Card Market, machen den Market Watch und schauen uns mal an, was dort aktuell preistechnisch bei unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! So abgeht. Ich kann euch jetzt schon mal vorweg ein bisschen was erzählen. Das sieht nicht so gut aus, sag ich euch. Das sieht nicht so gut aus. Lass uns direkt in die News der vergangenen Woche reinspringen. Los geht's! Wir starten die News natürlich mit Phantom Nightmare und zwar gab es an diesem Wochenende die Pre-Release-Events. Dort konntet ihr schon vorzeitig euch Phantom Nightmare Booster und Displays kaufen und wer von euch an dem Turnier teilgenommen hat, der konnte sich eine wunderschöne Field Center Karte sichern. Ich hoffe, dass der ein oder andere aus der Community auch den ersten Platz nach Hause geholt hat und somit mit einer Jubel-Spielmatte nach Hause ging. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls jemand von euch das Pre-Release-Event gewonnen hat. Und damit machen wir weiter mit brandheißen News vom 25th Anniversary Event aus dem Tokyo Dome in Japan. Und zwar bekommen wir Infinite Forbidden. Aktuell ist ein TCG-Release-Datum noch nicht bekannt, jedoch erscheint dieses Set in der zweiten Jahreshälfte im OCG. Dort wurden auch schon einige Karten angekündigt und zwar Support für das Dark Magician Deck Thema. Liest sich auf jeden Fall alles sehr interessant. Konami lässt natürlich sein Ace Monster nicht fallen, sondern liefert weiterhin neuen Support. Dann gibt es neuen Support bzw. Exodia wird ein Deckthema. Es gibt dieses extrem heftige Fusionsmonster und jede Menge weitere Karten, die Retrains von alten bekannten Karten sind, die wir aus der guten alten Yu-Gi-Oh!-Ära kennen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, was Konami da für die Spieler angekündigt hat. Dann machen wir weiter mit einer neuen Sammelkarte, die in dem Set Infinite Forbidden erscheinen wird, und zwar Dragon of Soul and Pride. Ist eine reine Sammlerkarte, den Effekt vernachlässigen wir mal an dieser Stelle. Sieht optisch auf jeden Fall extrem nice aus. Dann haben wir auch noch alternative Artworks angekündigt bekommen in der Quarter Century Chronicle Edition. Wann diese alternativen Artworks hier zu uns ins TCG kommen, ist aktuell noch nicht bekannt. Optisch sind die Dinge auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Wir machen weiter mit News zum Dueling Festival. Ihr fragt euch natürlich jetzt an dieser Stelle, was ist das, wie komme ich da hin und was kostet das Ganze? Das Ganze ist für euch tatsächlich kostenlos und findet in der Pyramide in Mainz statt und zwar am 24. und 25. Februar. Hier auf dieser Seite könnt ihr nochmal alle Informationen nachlesen. Ihr könnt euch bereits Tickets für die Tournament Area kaufen, sind an dieser Stelle glücklicherweise kostenlos. Bei diesem Event gibt es neben einem extrem harten Turnier auch eine extrem große Area für Nachwuchsspieler. Eltern mit ihren Kindern werden eingeladen, das Yu-Gi-Oh! TCG etwas näher kennenzulernen. Und wie schon gesagt, das Ganze findet in der Pyramide in Mainz statt. Meiner Meinung nach die perfekte Location, um Yu-Gi-Oh! TCG zu zelebrieren. Wir machen weiter mit Informationen zum Undisputed UDS Championship Tournament. Dieses findet am 16. bis 18. Februar statt und es ist ein exklusives Turnier für geladene Duellanten. Und zwar werden folgende Spieler in Master Duel gegeneinander antreten. Natürlich Joshua Schmidt und Jesse Cotton mit am Start, Rhyme Styles, Siriex und jede Menge weitere bekannte Influencer, die in diesem extrem harten Turnier aufeinandertreffen werden. Und nicht nur in Master Duel, sondern auch in Duel Links wird dieses Turnier ausgetragen. Jede Menge interessante Spieler, Influencer und Berühmtheiten aus Yu-Gi-Oh! Duel Links werden hier am Start sein und sich gegeneinander duellieren. Und das Ganze wird es natürlich auch fürs Yu-Gi-Oh! TCG geben und hier sehen wir die Liste an Spielern, die geladen ist, die in extrem harten Duellen aufeinandertreffen werden. Dann machen wir weiter mit News zum Spiel Master Duel und zwar wurde da das Secret Pack Hope Sprouting in the Spring Breeze veröffentlicht. Checkt das auf jeden Fall aus, sind jede Menge interessante Karten drin und dann gibt es noch Informationen zum Mobile Game Duel Links, denn dort habt ihr die exklusive Chance, jede Menge nice Sachen zu gewinnen. So und nicht anders feiert Konami das siebenjährige Bestehen von Duel Links. Wir machen weiter mit dem Quarter Century Event aus Japan und zwar gab es einen fetten Livestream, wo jede Menge Neuheiten zu unserem Lieblings-TCG Yu-Gi-Oh! Angekündigt worden sind. Und zwar wird es ehemalige Game Boy Color und Game
Game Boy Advance Yu-Gi-Oh! Spiele für die Nintendo Switch und für Steam geben. Allerdings wurde das Ganze bisher nur fürs OCG angekündigt. Ob das Ganze in englischer Sprache rauskommt, bleibt abzuwarten. Ich gehe allerdings davon aus. Dann hat Konami ein VR-videobasiertes Spiel angekündigt. Die Bilder lassen auf jeden Fall Träume wahr werden. Sieht sehr, sehr interessant aus. Konami macht damit auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Als nächstes haben wir noch ein paar alternative Artworks von den Charmern angekündigt bekommen. Wir kennen jetzt auch die alternativen Artworks von Lina the Light Charmer und Dark the Dark Charmer. Sehen auf jeden Fall sehr geil aus. Ich freue mich drauf, wenn diese ihren Weg ins TCG finden. Dann hat Konami ein unfassbar heftiges Produkt angekündigt. Und zwar wird es eine exklusive Box geben, die sich The White Story nennt. Dort wird es alle Karten aus dem Fallen of Albas Lore geben. 202 Karten insgesamt, 197 Reprints, 4 Alternative Artworks und eine neue Karte. 25 dieser Karten werden auch in Quarter Century Secret Rare geprintet. Ich bin mega hyped. Die anderen 177 Karten werden Ultra Rares sein. Das heißt, wir bekommen den gesamten Fallen of Albas Lore in einer einzigen Box geliefert, was der absolute Hammer ist. Dann machen wir weiter mit der Eröffnung des Konami Animation Studios. Und die Kollegen haben sich mit extrem geilen Animationen zu beliebten Lores aus dem Yu-Gi-Oh! TCG präsentiert. Das ganze Zeug sieht auf jeden Fall unfassbar nice aus und ich hoffe, dass es nicht nur bei diesen Shorts bleibt und wir die gezeigten Lores auch als Anime bekommen. Konami scheint auf die Rufe der Community zu hören und liefert, was wir uns wünschen und das ist auf jeden Fall mega geil. Ein absolut wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung, um das Yu-Gi-Oh! TCG weiter populär zu machen. Dann wurden auch noch weitere Yu-Gi-Oh! Figuren angekündigt. Also wie wir sehen, liefert Konami all das, was das Sammlerherz begehrt. Und abschließend machen wir nochmal Werbung für die Kollegen von Sleeve Chief. Diese Information geht an alle Händler da draußen, die einen eigenen Kartenladen besitzen. Denn Sleeve Chief Business geht heute online. Jeder Kartenhändler, der auch einen Laden besitzt, kann sich auf dieser Website registrieren und kann exklusive Produkte bei den Kollegen von Sleeve Chief bestellen und diese bei sich im Laden an den Mann bringen, was auf jeden Fall eine extrem coole Aktion ist. Es gibt exklusive Produkte, die es nur für Händler gibt. Exklusive Sleeves, Border Sleeves und Spielmatten und jede Menge mehr. Also checkt das Ganze auf jeden Fall mal aus und natürlich den Code DTV5 bei der Registrierung nicht vergessen. Das war bis hierhin auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr spannende Folge TCG aktuell und wir machen jetzt direkt weiter mit dem Market Watch. Wir gehen rein mit dem erdgebundenen gefangenen Steinputzer. Der Kollege hat sich zum Glück im Preis stabilisiert, ist mittlerweile im Playset bei 1,59 € stagniert, was auf jeden Fall ein sehr guter Preis ist. Dank Joshua Schmidt und einigen weiteren Yu-Gi-Oh! Influencern ist das erdgebundene Runic-Deck-Thema definitiv sehr populär geworden. Und genau aus dem Grund steigen auch einige Preise, unter anderem auch der Preis von der runischen Spitze. Guckt euch mal hier diesen Preisgrafen an, der geht steil nach oben. Wer ein Playset der runischen Spitze haben möchte, muss auf jeden Fall 5,99 € die Kopie ausgeben. Das nächste Playset ist dann schon wiederum bei 6,10 €. Runic ist auf jeden Fall weiterhin eine sehr beliebte Engine, die in viele Decks geworfen wird. Und genau aus dem Grund ist auch Sleipnir, die runische Mähne, im Preis eskaliert. Wir sind hier bei 18,88 € für eine Secret Rare, der am Anfang kaum jemand Beachtung geschenkt hat. Wir machen weiter mit dem Gartenrosenmädchen, denn dieses wird ebenfalls in dieser Deckstrategie gespielt. Die Secret Rare aus Legendary Duelist Season 2 ist im Preis eskaliert. Wir sind hier bei 10,95 €, 10,98 €, 11,20 €, 11,95 €. Und bei der Ultra Rare sieht es genauso aus. Wir sind hier bei 12 €, 12,48 €, 12,49 €. Natürlich wollt ihr dann natürlich den schwarzen Garten spielen. Und die Secret Rare aus der Legendary Collection 5 These Mega Pack ist ebenfalls im Preis eskaliert. Klar, die Karte braucht ihr zumindest auf 1 und eine Neo Mint Kopie ist aktuell bei 10 € und auch die Kamen ist im Preis gestiegen. Die Kamen aus Legendary Duelist Season 2. Wie wir hier sehen, jede Menge Bewegung auf jeden Fall im Preisgrafen. Allerdings bei über 3000 verfügbaren Artikeln der Kamen glaube ich nicht, dass diese Karte signifikant teurer wird. Dennoch passiert hier gerade so ein bisschen was. Dann sprechen wir über das göttliche Arsenal Doppelazeus Himmelsdonner und zwar aus dem 2-Player-Starter-Set. Der gute Kollege ist enorm im Preis gefallen. Wir sind hier bei 7,90 €, 8 €, was ein Schnapper ist für so eine extrem gute Karte im wunderschönen Ultra-Rare-Treatment. Dann machen wir weiter mit harmonische Synchrofusion. Ist zum Glück wieder im Preis etwas gefallen. Wir sind hier bei 7,99 €. Das erste Playset bei 8,10 € die Kopie.
Nummer 1, Infektions-Summkönig. Eine Karte, die man aktuell in den Deckbuilds nicht sieht. Das kann sich allerdings auch noch in naher Zukunft verändern. Aktuell ist die Karte bei 5,99 €, 6 Euro, 6 Euro. Jeder von euch, der eine Rang 8 Deckstrategie spielt, sollte sich diese Karte definitiv zulegen. Dann machen wir weiter mit Leuchtfeuer. Die Karte fällt weiterhin im Preis, wobei aktuell stabilisiert sie sich so ein bisschen. Und das sehen wir auch hier sehr gut am Preisgrafen. Wir sind hier bei 66,99 €, 67,20 €. Ich gehe fest davon aus, dass diese Karte in den nächsten Tagen und Wochen wieder ihre 70 € erreicht, denn viele Spieler wollen natürlich ganz oben in der Meta mitspielen und spielen genau aus dem Grund die ganzen feuerbasierten Deckthemen, und da ist Leuchtfeuer natürlich eine wichtige Karte, die man spielen sollte. Kashtira Fenrir hält sich stabil, steigt aktuell so ein Hauch wieder im Preis, 17,39 €, das erste Playset, die Kopie 17,47 €, geht relativ zügig auf 18 Euro zu das Ganze, immer noch eine sehr starke Karte. Und in der aktuellen Meta auch in vielen Decks zu Hause. Topf des Wohlstands ist die nächste Karte, über die ich mit euch sprechen möchte, denn die Super Rare ist aktuell ein absoluter Schnapper. Allerdings kostet die Ultra Rare nicht viel mehr. Wir sind hier bei 7,20 €, die Kopie im Playset. Immer noch eine sehr starke Karte, die sich vor allen Dingen jeder Spieler holen sollte, der eine etwas ältere Deckstrategie spielt, die den Consistency Boost braucht. Dann sprechen wir über den abgehörlichen Lubelion. Ja, die Bestials rotieren aus der Meta heraus. Es gibt aktuell keinen wirklichen Grund, die Bestials als Handwraps oder als Engine zu spielen. Außer ihr spielt immer noch Runic Bestial oder eine Dragonlink-Variante. Abseits davon braucht man die Bestials in der zukünftigen Meta nicht wirklich. Und genau aus dem Grund fallen die ganzen Karten auch wieder hier aktuell im Preis. Wir sind hier bei 9,99 €, die Kopie 9,95 €. Die Kopie für den abgeheuerlichen Lubelium der Prismatic Secret Rare aus der 25th Anniversary 10 Dueling Heroes. Großer Lamander Wutphönix hat sich so ein bisschen stabilisiert, dennoch immer noch ein extrem heftiger Preis, 22,69 €. Den Kollegen spielt man in der puren Variante von Snake Eyes. Und genau aus dem Grund ist er gerade so beliebt. Seelenerlöser ist eine Karte, die in der zukünftigen Meta gar nicht so verkehrt ist, denn ihr könnt die ganzen wichtigen Karten aus dem Feuerking oder Snake-Eye-Deck-Thema aus dem Friedhof fischen, denn ihr könnt bis zu 5 Karten aus jedem der Friedhöfe verbannen, was auf jeden Fall sehr geil ist. Und die Super Rare geht an dieser Stelle im Playset auch schon 4,95 € die Kopie. Es gibt allerdings auch noch günstige Commons, die ihr euch holen könnt, falls ihr diese Karte für eure Locals benötigt. Die SP Kleine Ritterin hat wieder die 100 € Marke durchbrochen. Wir sind hier bei 101, 102, 102, 102,90 € die Kopie. Und dann sprechen wir noch über eine Karte, die aktuell im OCG gespielt wird, und zwar Psy-Hüllenpanzer Delta. 2 Delta, 1 Gamma ist aktuell die Idee. Denn diese Karte annulliert eine Zauberkarte, die der Gegner aktivieren möchte. Und genau aus dem Grund steigt diese Karte hier auch gerade wieder, hat nur einen Print aus Highspeed Riders. Wir sind hier bei 6,99 €, 8,80 €. Und falls ihr 2 Kopien haben wollt, 8,89 € die Kopie. Dann sprechen wir über Formelsynchron. Die Secret Rare aus Hidden Arsenal Chapter 1 wird unter anderem in der puren Variante von Snake Eye gespielt. Eine sehr wichtige Karte dort, und diese Karte ist aktuell bei 1,45, 1,49, 1,49. Könnte eventuell die 2 € erreichen, ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch an dieser Stelle. Wahrsagerin des Herolds, eine Karte, die man in Voiceless Voice spielt, ist im Preis gestiegen. Wenn wir hier etwas weiter runter scrollen, ist das erste Playset bei 19 € die Kopie, was auf jeden Fall sehr heftig ist. Dann sind wir hier schon bei knapp 20 €, das stimmt. Auf jeden Fall eine sehr gute Karte, die im Voiceless-Voice-Thema unfassbar wichtig ist. Dann die Vorvorbereitung der Riten, die Quarter Century Secret Rare, ebenfalls im Preis gestiegen. Klar, viele wollen das Deck in der höchstmöglichen Rarität spielen, und genau aus dem Grund steigt diese Karte auch aktuell. Wir sind hier bei 17,99 € die Kopie, falls ihr ein Playset von Vorvorbereitung der Riten haben wollt. Wir sprechen über Phantom Nightmare. Das Display steigt aktuell im Preis. Wir sind hier bei 64,70 €, 64,95 €, 64,99 €, was immer noch ein extrem stabiler Preis ist. Und einige der Karten davon schauen wir uns jetzt auch noch im Vorverkauf an. Denn nach dem Pre-Release-Wochenende sind natürlich einige weitere Karten auf Card Market aufgetaucht. Wir sind hier aktuell bei 53 €, 53 €, 53,95 €. Wer ein Playset dieser Karte haben möchte, muss 55,55 € die Kopie bezahlen. Wir sprechen über Saphira, Dragon Queen of the Voiceless Voice. Die Ultra Rare hält sich aktuell relativ stabil. 8 €, 8,25 €, 8,40 €. Wer ein Playset haben möchte, muss knapp 10 € die Kopie bezahlen. Und die letzte Ultra Rare aus dem Deckthema, die wir uns anschauen, ist Skull Guardian, Protector of the Voiceless Voice. Diese Karte ist bei 6,99 €, 7 €, 7,43 € die Kopie.
Zwei weitere Karten, die wir uns anschauen, denn die teuersten Karten in diesem Set sind in dem Fall nicht die Secret Rares, sondern tatsächlich zwei der beliebtesten Ultra Rares, und zwar Snake Eyes Poplar. Diese Karte ist aktuell bei 42,50, 43,99, 44,75 und die Promethean Princess Beast of Flames ist aktuell bei 43 Euro, 43,50. Beide Karten könnten nach dem Release von Phantom Nightmare auf jeden Fall noch einen Hauch fallen. Und damit beenden wir auch den Market Watch. News, Daten, Fakten und jede Menge mehr. All das gibt es hier jede Woche sonntags um 18.30 Uhr nur für euch hier bei mir auf dem Kanal. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat sie definitiv gefallen, denn ich habe jede Woche tatsächlich sehr, sehr viel Spaß dran, für euch diese Folge zu produzieren. Vor allen Dingen kann ich mich auch immer so up-to-date halten und weiß, was im Yu-Gi-Oh!-Universum so abgeht. Ich wünsche euch einen spitzmäßigen Start in die neue Woche. Lasst es krachen, macht das Beste draus. Immer schön mit angespanntem Bizeps in den Montag reingehen. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder um 18.30 Uhr zu einer weiteren Folge TCG Aktuell. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.